Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Crash Bandicoot der Insane-Trilogie. Und wir sind hier weiter am Vervollständigen der ganzen Edelsteine. Außerdem haben wir noch ein Level zusätzlich zu machen, aber das machen wir ganz zum Schluss. Das, was es im Original nicht gab, das habe ich die ganze Zeit schon immer vergessen, mal zu sprechen. Aber das Level werden wir natürlich auch noch machen. Und das wird ein Riesenspaß. So, das ist die Frage, wie schwer machen wir es uns gleich zum Anfang? Wir könnten den Generator versuchen. Oder wir versuchen zu Lost City, weil an beiden Stellen fehlt uns noch der Edelstein. Ich glaube, wir machen es uns ein bisschen einfacher. Wir machen die Lost City als erstes. Jetzt, wo der Tilt nachgelassen hat, nämlich ein bisschen konzentrierter bin, könnte ich das, glaube ich, problemlos schaffen. Hoffe ich doch mal. Nur nicht. Sehen wir ja, was sich macht. Und nein, die Frame an der Küche ist drin. Ich habe nochmal ein bisschen an der Grafik umgeändert. Nur so langsam über die Ideen aus. Ich könnte. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht. Das ist hier schon alles auf niedrig. Ich meine, das Problem ist es halt. Das Problem ist halt. Es ist halt nur im Stream, wo ich die Probleme habe. Wenn ich so spiele, funktioniert das alles ohne Probleme. Ja, ich möchte diese Einstellung übernehmen. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das Vollbildfenster was ausmacht. Es sieht schon mal nicht danach aus, nein. Das ist schade. Ja, aber schauen wir mal, was wir machen. Oh wow. Das fühlt sich ja fast noch schlimmer als vorher an. Was zum Teufel? Okay. Ich kann normal laufen, oder? Naja, bis auf die Frameman-Brüche kann ich laufen. Ja, das ist ja kommt. Wow. Ups. Okay, da habe ich schon was Leben geschleudert, aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich mache die Grafik einfach wieder zurück. Warum es auch immer auf einmal nicht funktioniert. Schlechter geht als vorher. Ist extrem. Machen wir das mal an. Ich weiß, dass es eigentlich nicht helfen sollte. Ja, bitte, ich will das übernehmen. So. Ich habe das nichts Falsches gedrückt, oder? Ja, passt alles. Gut. Versuchen wir es halt so weiter. Warum muss noch mal Kontrolle so komisch reagiert hat im Springen, habe ich keine Ahnung. Also ist schon mal zweimal gestorben sind jetzt in dem Level, deswegen. Ja, das ist die Uhr. Okay. Komisch. Das funktioniert. Aber die Feuerbrüche sind noch extrem. Sind schlimmer als das letzte Mal. Muss mal vielleicht mal schauen, ob ich da vielleicht irgendwas finde, was ich wegmachen kann. Dass der ganze Mist nicht so extrem läuft. Aber ich bin ja ganz klar überfragt, weil. Dürfte eigentlich nicht noch schlechter laufen als das letzte Mal. Also dass ich die Einstellung nicht runtergestellt habe. Und das sollte eigentlich nicht die Performance schlechter machen als anstelle von besser. Daher ist das ein bisschen sehr komisch.
Warum ich auf Maximalqualität stelle, damit es flüssig läuft, oder? Oh mein. Okay. Ja, also das Springen hat diesmal schon mal funktioniert. Das ist gut. Aber schauen wir mal, wie sich das Level jetzt macht. Die Feuerbrüche sind immer da. Aber meines Wissens nach dürfte es absolut nichts ändern, ob die Qualität jetzt höher wird. Ich habe nur eine Idee, was es vielleicht ändern könnte, aber das kann ich jetzt schlecht ausprobieren. Das mache ich vielleicht mal kurz nach dem Level. Wahnsinn, die Performance ist richtig mies. Und ich habe absolut echt keine Ahnung warum. Für meinen Geschmack ein bisschen zu mies. Das heißt, was ich kann, mit Klettern habe ich runtergestellt. Und wie sie gemacht. Gehen wir auf die. Gehen wir auf die alte Einstellung. Oh, ich kann die ausschalten. Nicht, dass ich glaube, dass das einen Unterschied macht, aber. Probieren wir es mal. Meine Maske von nicht, meine Maske sogar noch. Ne, die Feuerwehr sind immer noch. Also das hat nicht mehr. Ja, Wahnsinn. Ich bin voller Zuversicht, dass es in den nächsten zwei Teilen dann noch lustiger wird. Da ist ja alles technisch funktioniert, also muss ich mir auf jeden Fall das einfallen lassen, dass ich diese Qualitätsprobleme wegbekomme. Weil die sind doch ein bisschen arg. Bin ich das Leben? Ich meine, ich weiß hier schon eine Runde mit. Ich werde das Leben trotzdem nicht bekommen. Also von dem her würde ich sagen, ist das egal. Ey. Eieieiei. Ich habe nicht gewusst, dass das so funktioniert, aber okay. Ja, dich brauche ich für die Nitrosprobierung im Bonuslevel. Jetzt fehlen mir schon die Worte, weil ich total überfordert bin, dass ich jetzt nicht in die Reihe kriege, dass die diese Probleme aufhören bei Crash. Das speziell, dass es nur bei Crash ist. Was extrem ärgerlich ist. Weil ich denke, das sollte auch ganz normal funktionieren. Aber vielleicht muss ich da spezielle Einstellungen meiner Grafikkarte machen. Dass ich die Ruckler wegbekomme, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Muss ich da mal schauen. Das wäre halt die einzige Idee, die mir jetzt einfallen würde, warum ich diese Performance-Probleme nicht wegbekomme. Okay. Wir sind schon mal beim Bonuslevel angekommen. Gestorben sind wir eigentlich bis auf den Anfang noch nicht. Aber seitdem wir Checkpoint-Kisten haben, haben wir noch kein Leben mehr gegeben. Also müssen wir den Edelstein noch problemlos bekommen. Nach diesem Bonuslevel. Okay. Ist das so? Wow. Ohne die TNT-Kiste auszulösen auf dem Boden. Nö. Ja. Ich sehe schon mal, das war so ein spaßiges Level. Ups. Uiuiui. Da hatte ich natürlich kurzzeitig versprungen. Aber es hat Gott sei Dank noch alles funktioniert. Also das Bonuslevel haben wir auch schon mal durch. Fehlt dann noch ein anderes? Ja, und mein das Level abschließen ohne zu sterben. Das ist die größte Voraussetzung überhaupt. Und das Gute ist, ich kann nur sterben durch runterfallen, weil ich habe eine Maske. Ich weiß nicht, wie viel es das besser macht, aber es macht es ein bisschen besser. Vorausgesetzt, ich verliere die Maske natürlich nicht. Oder ich falle irgendwo runter.
Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber es hat funktioniert. Bin ich sehr froh drüber. Hey. Okay. Na, 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 müssen wir noch warten. Aber jetzt können wir gehen, genau. Dann warten wir bei dem dann jetzt mal wieder. Und jetzt können wir hier gehen. Und der ist ein bisschen einfacher zum Glück. Und dann gehen wir einfach, wenn der erste zurückgeht. Die sind so schön abgetimt. So, da haben wir einen von denen, die so hübsch rumspringen. Und eine Kiste. Ah, das ist ganz wichtig. Okay, die Kiste haben wir bekommen. Soweit, so gut. Wir nähern uns auch meines Wissens nach von dem Ende wieder. Okay, deshalb wird es ein bisschen komplizierter. Vor allem, wenn meine Flammen natürlich genau dann kommen müssen, wenn ich sie nicht brauche. Wie zum Beispiel jetzt. So, ich weiß, wie du mich tötest. Deswegen lasse ich mich von dir auch nicht töten. Und dann müssen wir noch hier oben. Und dann haben wir das nächste Bonuslevel. Also, wir nähern uns langsam am Ende. Nun, das Gute ist, wir können auch eine Na, wir sollten nie in einem Bonuslevel sterben, weil ich will nicht die Maske verlieren. Aber ich mache mich auch nochmal sicher. Ah, das ist nicht gut. Okay. Damit habe ich kein Problem. Okay. Wunderbar. Das Bonuslevel haben wir geschafft. Dann fehlt dir nur noch das Ende. Dann irgendwo runterzufahren und wird mir nichts im bunten Edelstein. Was da richtig super ist. Und uns fehlen noch 3 Kisten. 2 davon weiß ich, wo sie kommen. Jetzt heißt es nur sterben. Weil das mein Kater nicht gerade aus der richtigen Ausknopf auf meinem auf meiner Tastatur drückt. Aber im Moment ist eh so weit hinter meinem Bildschirm. Da sollte ich vielleicht noch ein bisschen Glück haben, dass das nicht passiert. Okay, okay. Das hat sich jetzt richtig knapp angefühlt. So. Puh. Das ist so hart. Nein! Ah, verdammt. Da habe ich mich vom Frame zu sehr ablenken lassen, dass ich noch so weit nach hinten gesprungen bin. Und natürlich meine Fähigkeit, nicht den Controller richtig drücken zu können. Sehr bedienen zu können, sagen wir es mal so. Das ist eher die korrektere Formulation. Aber naja. So ist das halt. Dann machen wir das Ganze nochmal. Dabei könnte ich schon mal schauen, kann ich das in einem Spiel eigentlich machen? Lass ich mich mal überraschen, ob das funktioniert. Entweder es funktioniert, oder es funktioniert nicht. Ja, es funktioniert. Gucken wir ganz schnell. Ich hoffe, es funktioniert, wenn ich im Spiel drin bin. Kann aber sein, dass ich auch das Spiel nochmal neu starten muss. Sieht stark danach aus, dass ich das Spiel einstelle. Oh, ne, warte. Mach ich nicht. Das ist Luxus. Ich weiß immer nicht, wie das Spiel neu starten muss dafür dann oder ob das jetzt funktioniert. Wahrscheinlich muss ich neu starten.
Aber das kann man nicht schnell nach dem Level machen. Auf jeden Fall spüre ich noch immer die Frame-Einbrüche. Ja, ziemlich stark sogar. Ist vielleicht hilfreich, wenn ich die Frames reduziere in den Einstellungen? Mein Austesten kann man das jetzt einfach mal ganz schnell. Ist das was nicht mehr so gewohnt flüssig, aber ich glaube, das sollte trotzdem funktionieren. Die setzen es gut aus. Okay, also wenn das jetzt die Lösung war, dann ist das echt super. Dann hätte ich mir so viel Ärger ersparen können eigentlich. Na super. Anscheinend war es die Lösung, einfach die Frames runterzuziehen. Auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann. Also so ein klein wenig kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich glaube, so ein kleines Frame, so ein bisschen. Na okay, ich habe nichts gesagt. Die Frame-Einbrüche sind natürlich noch immer da. Warum sollte es denn nicht sein? Upsala. Es wäre zu schön gewesen, hätte es so funktioniert. Aber gut. Es fühlt sich schon mal besser an als vorher. Was wenigstens ein bisschen besser ist, würde ich meinen. Auch wenn es noch nicht komplett weg ist. Aber was, welche Einstellung ich da vielleicht ändern muss? Ich denke, dass es eine Möglichkeit geben müsste, das irgendwie zu beheben. Ja, passt. Den Nitro-Spiel habe ich wieder bekommen. Aber auf jeden Fall, die Frame-Brüche treten wesentlich selten auf. Was ich viel besser finde. Also haben wir schon eine teilweise Lösung gefunden. Das war ein bisschen riskanter Sprung, aber wir haben es überlebt. Und nur was wird eine Maske gehabt. Hätte uns nichts passieren können. So voraussichtlich zumindest. Okay. Dann bist du einmal hier dicht. Machen wir kurz wieder platt. Mit der Maske. Ja. Aber gut. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich bin mir sicher. Ich meine, ich hätte jetzt genauso auch ins Feuer springen können. Mit dieser schlauen Idee einfach komplett drüber zu springen. Aber Gott sei Dank ist das nicht passiert. Okay. Also das Ganze machen wir wie immer. Und weg damit. Wunderbar, das hat funktioniert. So. Dann den Nitro-Spiel-Teil haben wir wieder geschafft. Müssen wir den ganzen Rest schaffen, ohne zu sterben. Welche Herausforderung? Naja, anscheinend ist das schon eine ziemliche Herausforderung, weil ich krieg's anscheinend nicht auf die Reihe. Aus irgendwelchen Gründen. Die ich komplett. Ey, what the fuck? Okay. Jetzt bin ich überfordert. Wenn ich da stehe. Okay, die sind. Wusste ich nicht. Aber macht das wirklich. Ja, schon, wenn ich hochspringe, hört es eigentlich auf, runterzudrücken. Einfach nicht drüber nachdenken und neu starten. Wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Denn ich weiß es überhaupt nicht. Ich gebe einfach mal den Spiel die Schuld, dass ich gestorben bin. Ich war diesmal ganz unschuldig.
Was nicht oft vorkommt zumindest. Ist doch schon mal was. Dass das Spiel dran schuld ist, dass ich sterbe. Und nicht ich. Ich glaube, ich habe ein neues Level erreicht. Dass ich das Spiel dazu bringe, mich sterben zu lassen. Oh Mann. Oh Mann. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut.